So, jetzt sind wir hier im Hümer MCI 680, also Modern Comfort. Das ist also diese neue Fahrzeuggeneration. Und da sehen wir schon mal die Dusche. An der hat sich eigentlich schon ein bisschen das Design verändert, aber sonst handwerklich nichts. Hier haben wir den Schlafbereich, also auch wieder die tiefen Fenster im Bettbereich. Was man jetzt auch geändert hat, das ist die Ablage. Da gibt es aber unten dafür eine kleine Ablageschale. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, auch für den zweiten Fernseher, wie man sieht, den Lichtschalter, den hatten wir jetzt etwas weiter oben angebracht. Und hier kann man wahrscheinlich dann den zweiten Fernseher anbringen, falls man das unbedingt haben muss. Hat auch dazu gelernt, hat jetzt hier einen Vorhang eingezogen für das Raumbad. Allerdings auch dieser Vorhang nur halb hoch, bringt also auch nicht allzu viel. Hier sieht man optimaler Platz für zweites TV. So, da haben wir die Klappe, also das hat sich nicht geändert. Optisch sieht es anders aus, als es bei uns ist. Aber von der Anordnung her ist es gleich geblieben. Hier haben wir auch das Fenster dann am Kopf. Also ich bilde mal ein, dass unseres noch etwas weiter hinten ist. Rossi? Ich weiß nicht, glaube ich nicht. Aber die Raumbad von Janne Maxima ist Bad auf. Ja. Also wir haben hier das Raumbad, jetzt haben wir es endlich. So. Das ist elegant. Stufen. Das ist ein sehr dunkles Holz. Es sieht etwas anders aus. Wir haben hier keinen Schrank. Wir haben den Schrank hier. Dafür haben wir hier Zugang in unseren Kleiderschrank. In den Kleiderschrank, der gegenüber der Küche angebracht ist. Hier ist das Bad und hier sind die Klappen. Ja, aber das da ist der Tank. Also das sind die Klappen. Ja, also die Tanks. Bei der Abwassertank bei uns schwer zugänglich untergebracht ist. So, dann haben wir hier einen Schrank, so wie er auch bei uns ist, in 6, 7, 8 Dynamiklein. Und dann haben wir hier noch den Kleiderschrank. Ah, der ist sehr groß. Ja, aber der ist auch bei uns nicht wesentlich kleiner. Der ist sehr groß. Ja, so macht das Fahrzeug. Ja, der ist etwas breiter, weil das Fahrzeug wahrscheinlich auch die 2,36 Meter hat. Ach so, das okay. So, das Waschbecken, Eindruck. Ja, etwas anders als jetzt unser Fahrzeug. Bei Hümer bleibe ich natürlich beim Vergleich zu unserem Fahrzeug. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, wow. Kein Baueffekt. Nein, ich bin mit unserem zufrieden. Ja. So, wir stehen jetzt hier im Küchenbereich und da haben wir den dreiflammigen Herd, der allerdings nur noch mit einer Abdeckplatte ausgestattet ist. Können Sie uns bitte filmen lassen? Wir filmen hier. So, wir haben hier den Küchenbereich von dem Hümer und der ist jetzt nur noch mit einer Klappe ausgestattet. Zwei Klappen sind natürlich schon sinnvoll, weil man auch die drei Flammen nicht unbedingt immer braucht. Hier haben wir das ganz normale Küchenfenster und die Schubladen. Ja, wieder mit Auszügen. Die sind wunderbare Auszüge, ja. Das geht auch hier raus, ja. Und da kannst du unten auch noch aufmachen, ob der komplett rausgeht. Ja. Jawohl. Also da bringt man tatsächlich was unter. Und auch hier. Ja, das ist sehr groß sogar. Wir haben auch den großen Kühlschrank mit dem integrierten Gefrierfach, sodass man hier auch darüber keinen Grill oder Backofen unterbringen kann. Da haben wir einen Oberschrank. Ach. Krieg ich doch nie auf. Ja, also die Technik muss man dann auch lernen. Da gibt es eine Gebrauchsanleitung dafür. Was hier fehlt, ein Schrank. Ja, was nicht vorhanden ist, ist der Schrank. Ist es dem Bad der Toilette zugute gekommen? Schau mal. Ja. Also den Schrank hat man sich komplett gespart und hat es dafür der Toilette zugute kommen lassen. Dann schauen wir weiter ins Cockpit, so wir da hinkommen. So, dann haben wir hier den Wohnbereich mit dem kleinen Hümer-typischen Tisch und der Sitzbank. Dann haben wir das Mercedes-Cockpit mit der großen Navigation und diesem Bedienpanel. Was man auch immer davon hält, es schaut auf jeden Fall futuristisch aus. Und darüber ist das
Hubbett. Und jetzt können wir auch den Fernseher zeigen mit einer Klappe da drüber. Und hier haben wir oberhalb der Eingangstüre hypertypisch die Technik untergebracht. Da haben wir noch die kleine Klappe und einen überdimensioniert großen Fernseher, den eigentlich beim Camping kein Mensch braucht. Also wir haben einen deutlich kleineren Fernseher, der uns eigentlich ausreicht. Reicht vollkommen aus. Ja, daheim haben wir einen großen, aber wenn wir unterwegs sind, brauchen wir das eigentlich nicht. Sind wir nicht zum Fernsehschauen unterwegs. Schönes Fahrzeug, aber wie die Ursi schon gesagt hat, der Wow-Effekt bleibt aus. Im Verhältnis zu unserem eigentlich Nachteile. Ja, jetzt schauen wir mal noch auf die Größe, also was das Fahrzeug für Größe hat und was es preislich, wie es preislich eingestuft ist. Mhm. So, also hier stehen wir vom B-Klasse Modern Comfort 680i, baugleich mit der 68 oder Grundriss ähnlich mit der 678er Modellreihe. Kostet 115.000 Euro. Wenn man dann die ganzen in diesem Zustand, wenn man jetzt noch ein paar Extras wie Solar und sowas dazu nimmt, dann kommt man auch auf einen Bruttopreis von 130.000. Allerdings dann natürlich mit Mercedes-Motor, 143 PS. Der hat eine Länge von 7,39 Meter und eine Breite von 2,29 Meter. Ich finde es, also 7 cm breiter und 6 cm kürzer, ich finde es, als unserer, ich finde es schade, dass der Schrank weg ist, Ursi. Ja, ich würde den Schrank vermissen. Also ja. Ich finde den sehr gut und ich weiß auch nicht, warum sie den weggemacht haben. Ja, zugunsten des Bades offensichtlich. Oder ja, zu der Toilette. Toilette halt, ja. Also wir sind mit unserer Toilette bis jetzt klar gekommen. Ja. Ja. Selbst wenn die Kinder dabei waren, wo man sich dann ganz eingesperrt hat, ja. Aber da muss man halt ein bisschen länger warten, wenn das Bedürfnis dann groß genug ist. Geht schon, ja. Nein, es geht. Also mit unserem Bad ist das in Ordnung. So, hier haben wir die Heckgarage. Ja, da hat sich was getan. Firma Hümer, etwas mehr Fächer eingebaut. Das hätte bei uns auch schon ganz gut ausgesehen, muss ich mal sagen. Leider wieder nur zwei kleine, ja, so Gitter, so Textilgitter. Aber wieder zwei Stangen mit Befestigungsösen, was sehr gut ist. Und natürlich diese zwei Steckdosen, die auch Hümer hinten drinnen hat. Das heißt, wenn man gleichzeitig zwei E-Bikes laden will, dann ist das bei Hümer kein Problem. Und dann haben wir wieder bei Hümer auch die 350 Kilo Tragkraft. Da solltet ihr vielleicht auch drauf achten, wenn ihr ein neues Wohnmobil kauft, dass genügend Achslast in der Heckgarage vorhanden ist. Es ist auch wieder eine Tür auf der anderen Seite, also zwei Fahrräder oder wie hier einen Roller unterzubringen, kein Problem. Was wir schon beim anderen Modern Comfort reklamiert haben, das ist, dass also innen die Garage sich verschlankt, hat meines Erachtens vielleicht einen optischen Vorteil, aber definitiv keinen praktischen Vorteil. Dann schauen wir mal von hinten. Mercedes-Stand macht sich natürlich gut, das ist überhaupt keine Frage. Die Gasflaschen sind nebeneinander untergebracht. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich halte das mit dem Auszug und vor allen Dingen, dass die etwas höher untergebracht sind, schon für sinnvoll. Denn man muss hier jedes Mal am Schalter rumfummeln, ja, bis man dann eingestellt hat, welche Flasche gerade aktiv sein soll. Also, also diese Gasflaschen, es ist vielleicht etwas einfacher, die nur halb hoch zu lüpfen. Aber ich persönlich begrüße es, dass sie etwas höher untergebracht sind, weil man die eben doch manuell bedienen muss. Hier haben wir noch ein Staufach. Das ist ganz, kann man bis ganz unten durchgreifen. Und ich vermute auch, dass man vom Fahrzeug aus reingreifen kann. Das halte ich schon für eine sinnvolle Sache. Ja, inwieweit die dann praktisch zu nutzen ist, das kann ich nicht sagen, weil wir so eins nicht haben. Ich denke, dass der Hümer etwas höher ist als unserer, denn Mercedes hat ja bekanntlich einen Heckradantrieb und die Karrenwelle muss ja irgendwie durchs Fahrzeug durchgeführt werden.
Also laut dem Plan hier ist er 296 cm hoch, was eigentlich nicht größer ist als unsere oder höher. Mhm. Insoweit ist die Kardanwelle so untergebracht, dass es darauf keinen Einfluss hat, auf die Höhe. Ah, alles klar. Was ist die Kardanwelle? Weiß ich nicht. Also. Das war jetzt eine gemeine Frage. Ja, so bin ich. Ja, genau.